Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Far.io. Heute zeige ich euch mal, wie ihr in GDevelop ein einfaches Autospiel programmieren könnt. Dafür mache ich jetzt erstmal ein neues leeres Projekt. Ich mache eine neue Szene und füge als erstes das Auto ein. Dafür nehme ich die Sachen hier. Ich brauche natürlich nicht alles jetzt schon. Genau, ich brauche jetzt nur das Auto. Und zu dem Auto füge ich das Behavior Top-Down Movement hinzu. Default Controls kann ich anchecken. Oder könnt ihr auch dort lassen, falls ihr mit den Pfeiltasten steuern wollt. Aber ich will das mit Controller machen. Okay, als nächstes mache ich die Straße. Ah ja. Straße. GDevelop kann ja kein scharfes S machen. Okay, nimm dann das Ganze. Und orientiere das Ganze am Grid. Ihr könnt es auch so machen, indem ihr TileSprite auswählt, das dann Straße nennt. Und dann Straße auswählt. Straße auswählt. Müsst ihr hier nur ändern auf 128 oder wie groß euer Bild ist. Und dann könnt ihr das auch langziehen, dass es gut aussieht. Was ich jetzt hier noch machen will, ist das Ganze um 90 Grad zu drehen, damit ich auch nach oben fahren kann. Oh. Ich mach nochmal neu, weil es hat gerade nicht geklappt. Genau, jetzt klappt's. Okay, was ich als nächstes machen will, dass das Auto auf jeden Fall immer über der Straße ist. Da könnt ihr jede riesige Zahl hinschreiben. Okay, dann mache ich als nächstes, dass die Kamera und ein Object auf Auto ist. Das bedeutet, dass wenn ihr fahrt, was jetzt noch nicht geht, weil ich das normale angecheckt habe, dann würde die Kamera immer auf dem Auto sein. Okay, als nächstes installiere ich das Behavior Controller Gamepads Install und kann dann hier sagen Gamepads Controllers Gamepad Button Pressed und ich nehme jetzt den Button ab. Das ist der beim PS4 Controller, der Button neben dem Joystick links, der nach oben zeigt. Sag okay und sag dann Auto ab. Genau. Das kann ich jetzt einfach kopieren. Viermal. Sag dann hier noch Down. Down, pressing, down, keep press, left, right, und sag dann hier, left, keep pressed, und right, keep pressed. Und jetzt kann ich das schon mit dem Controller spielen. Was ich aber noch machen will, dass wenn man R2 drückt, dass es dann auch beschleunigt. Wie in den Autorennspielen. Genau, funktioniert jetzt auch schon.
Was ich jetzt noch machen will, dass man sieht, welcher Button gepresst gedrückt wurde. Dafür mache ich einfach ein Textobjekt, ziehe das dann dahin und sage dann, es soll immer Text, es soll immer Button, modify the text, set to, gehe dann auf Gamepads, last press button. Da wähle ich dann 1 und den Controller, den ich habe. In meinem Fall PS4. Sag apply und drück OK. Was ich jetzt noch machen will, ein Layer, das auch immer auf der Kamera ist, dieser Button ist. Es hat einfach. Okay. Und kann jetzt halt fahren. Ich weiß es nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat. Okay. Muss nochmal löschen. Ja, jetzt hat müsste es gehen. Ja, und schon geht es. Wenn ich jetzt halt abmache, dann fährt er. Wenn ich links mache, fährt er nach links, down nach unten und right nach rechts. Und ich kann das auch machen, dass immer zwei Tasten gleichzeitig drückt. Ja, und das funktioniert auch. Oder ich drücke R2. Was man jetzt noch machen kann, dass man das mit dem Joystick steuern kann auf dem Controller. Dafür kann ich mir einfach das hier kopieren, ändere das aber in Gamepad Stick Pushed 1 wieder. Dann sage ich den, wo ihr wollt. Ich nehme den linken und sage ab. Ziehe ich jetzt nach unten und mache das für alles nochmal. Ihr müsst immer das Rechte ändern. So, genau. Und jetzt kann ich auch damit steuern. Aber oben rechts steht jetzt Undefined. Undefined. Genau, und deshalb. Deshalb kennt es halt einfach nicht, dass es in eine bestimmte Position gedenkt wurde. Aber man kann auf jeden Fall jetzt halt auch mit jeder beliebigen Taste, die man konfiguriert hat, fahren. Und ich würde sagen, ich baue jetzt noch schnell eine Strecke. Gebaut und jetzt probiere ich mal, ob man auch fahren kann. Oh. Da muss ich noch was ändern. Und zwar, dass man das nicht sieht.
Genau, und jetzt sollte es auch funktionieren. Ja, okay, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao.